Kids oder Frauen. Keiner weiß, wie es weitergeht, aber eins weiß ich ganz genau: Wir werden das hier überstehen. Wir halten alle fest zusammen. Allein schon damit wird's uns besser gehen. Wenn wir um Hilfe bitten und erst recht sie uns geben, bleibt keiner von uns im Regen stehen. Wir sind doch alle positiv, egal was auch geschieht. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir sind und bleiben positiv. Wir sind doch alle positiv und geht doch gerade alles schief. Lasst uns diesen Feind besiegen, wir sind und bleiben positiv. Na, 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 na. Auch wenn wir nicht zum Lachen haben, wir lassen uns nicht runterziehen, müssen uns zu Hause nur mit Liebe aufladen und uns damit alle infizieren. Lass uns unsere Angst eintauschen gegen Liebe, die wir haben, zweifelsohne. Und dann lege ich noch oben drauf Klopapier, Wein und Kondome. Wir sind doch alle positiv, egal was auch passiert. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir sind und bleiben positiv. Wir sind doch alle positiv und geht doch gerade alles schief. Lasst uns diesen Feind besiegen. Wir sind und bleiben positiv. Lasst uns diesen Feind besiegen, wir sind und bleiben positiv. Ja, wir sind und bleiben positiv. Heute hier Part 4, Live-Shopping bei Facebook am grünen Donnerstag. Wie man sieht, meine Brille ist grün, die Sonne scheint. Was wollen wir mehr? Tolles Wetter. Ich denke, wir haben auch wieder ein ganz tolles Publikum. Ihr wart letztes Mal schon spitze und macht wieder ordentlich die Watch-Partys. Ladet eure Freunde ein, ladet eure Familie ein. Ostern steht vor der Tür, das Fest der Familie. Feiern wir in diesem Jahr natürlich alle etwas anders, aber ich denke, das werden wir auch hinbekommen. Schaut global, kauft lokal ist wieder auch heute unser Thema. Wir haben wieder ein tolles Programm. Tolle Persönlichkeiten und auch tolle Firmen, die sich hier heute präsentieren. Und ja, das Thema Dolce Vita, man sieht es vielleicht, ich habe diesen Hut. Einige haben gesagt in der ersten Show, der blaue, es ist jetzt dieser Hut geworden. Harald Borm, nochmal schönen Dank von Erdbring und Fehmeier für die Unterstützung. Derjenige oder diejenige, die diese Aufzeichnung jetzt nachklapp nochmal schauen möchte, kann natürlich dann auch auf www.mit-wf.de nachschauen. Dort sind alle Videos hinterlegt und wir freuen uns natürlich dann über euer Feedback. Und bitte auch unten in den Textfeldern immer gleich reinschreiben, was ihr heute kaufen möchtet, oder über die persönliche Nachricht auch auf der MIT Facebook-Seite und natürlich auch bei unseren Partnern. Unten wird die Homepage eingeblendet. Also vielen Dank erstmal. Ich gehe jetzt zu unserem ersten Gast und freue mich ganz besonders, dass das Wetter natürlich auch dazu entsprechend passt und lacht. Und deswegen setze ich mich jetzt mal hier hin. Der liebe Dirk ist heute da vom Möbelhof Adersheim. Ich kann jetzt hier mal die Sonnenbrille absetzen, lieber Dirk. Und freue mich natürlich,
dass ihr heute mit an Bord seid bei unserer Live-Schalte. Ja, lieber Dirk, das sind Gartenmöbel, wie man sieht. Man sitzt sehr bequem drauf. Ja, so soll es sein bei dem schönen Wetter. Ja, der Frühling hat ja jetzt gerade voll angefangen. Das Osterwochenende steht vor der Tür. Wie kommen denn jetzt so eine Möbel dann zu mir? Ist das möglich bei euch? Wie funktioniert das? Ja, Holger, leider haben wir das Geschäft geschlossen, wie alle anderen ja auch im Einzelhandel. Aber wir können Gott sei Dank verkaufen im Hintergrund. Wir haben ein Team im Haus, im Möbelhof, wo auch hinten der Kundendienst besetzt ist. Die Auslieferung ist besetzt. Und wir können per Telefon oder auf unserer Internetseite, die wir geschaltet haben, auch Möbel bestellen, telefonisch Aufträge rausgeben. Und wir liefern auch ab einem bestimmten Kaufwert, das sind 100 Euro, haben wir gesagt, die Ware kostenlos bis zur Haustür, damit wir auch noch die schönen Wetterzonen nutzen können mit unseren schönen Möbeln. Also für 100 Euro und dann kostenlos im ganzen Landkreis ist natürlich ein Wort. Ja. Und das geht auch relativ schnell dann? Das geht relativ schnell. Da haben wir ein paar Sprinter auf dem Hof und die werden dann gleich beladen und dann fahren wir los. Super, das hört sich gut an. Also auch in Corona-Zeiten eine schnelle Lieferung gesichert hier vom Möbelhof Adersheim. Ja, wie sieht's aus? Wie schätzt du die Lage so ein bisschen auch ein? Was ist nach Ostern? Ja, viele sprechen ja darüber, nach Ostern soll was passieren. Wie siehst du das persönlich? Ja, das ist die spannende Frage. Also wir hoffen ja alle, und ich denke, man sieht auch jeder so hier im Kreis, dass nach Ostern irgendwelche Mitteilungen kommen werden, dass etwas gelockert wird für den Einzelhandel, dass wir Geschäfte nach und nach wieder öffnen können, auch wenn es mit Auflagen sein sollte. Wir sind gewappnet, wir haben Vorbereitungen getroffen, wir haben schon Abteilungen gebaut, wo ein Schutz da ist, wir haben Absperrungen, das ist alles da. Normal könnten wir starten. Wir warten nur darauf, dass das Go kommt, Holger. Also ihr seid vorbereitet, wenn es heißt, die Geschäfte öffnen mit Auflagen. Ja. Du sagtest im Vorgespräch, das Thema Masken ist bei euch kein Thema. Masken haben wir da. Das werden auch private Masken genäht. Die haben wir im Haus schon verteilt für Mitarbeiter, auch für Kunden. Es liegt alles parat. Also, dann wir fehlt sind, jetzt wir sind startklar. Wetter ist perfekt. Die gesetzliche Vorgabe fehlt noch. Vielleicht schaut uns ja jemand zu. Wir wissen natürlich auch beide, lieber Dirk, dass das natürlich eine Abwägungssache ist. Es steht im Vordergrund natürlich die Gesundheit ist von allen. Ja. Aber wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass man ein Signal benötigt für uns alle auch im Mittelstand. Das ist ganz wichtig. Carsten Lindemann hat das gestern Abend gerade wieder bei Markus Lanz ziemlich deutlich zum Ausdruck gebracht. Das ist auch wichtig, dass wir uns dieser Debatte stellen und natürlich, dass wir auch diese Debatte nach vorne bringen. Ja, ich habe mir noch aufgeschrieben, ihr habt noch einen Hasen mitgebracht. Ja, unseren Osterhasen, weil die Kunden, den Osterhasen bei uns nicht im Haus, aber wir kommen jetzt ins Haus zu unseren Kunden. Wir haben ihn auf unserer Internetseite gestellt, bei Facebook ist er ausgestellt und wir suchen für den Hasen noch einen Namen. Okay. Und das kann man sich einlinken bei uns auf den Seiten, man kann uns Mitteilungen schicken und wenn wir ein paar Namen haben, dann werden die ausgelost und es gibt dann für jeden, der dann gezogen wird, auch ein Geschenk vom Möbelhof. Also noch ein tolles Gewinnspiel, meine Damen, meine Herren. Wie könnte der Hase heißen? Ich hätte da schon was, aber ich verkneif's mir erstmal. ich habe jetzt nämlich so ein bisschen Hunger bekommen und ihr habt gesagt, ihr habt noch einen schönen Grill dabei. Ja. Den würde ich mir jetzt gerne mal mit dem lieben Marvin angucken. Jawohl. Lieber Dirk, erstmal recht schönen Dank, dass du heute dabei warst. Ich bedanke mich auch, Holger. Schönen und, Dank. Und alles Gute. Ich wünsche euch und eurem Team und eurer Familie erstmal fröhliche Ostern. Genau. Sind zwar anders wie sonst, aber in der Familie geht das ja alles. Wünschen wir auch vom Möbelhof. Wir wünschen jedem Kunden allen alles Gute, viel Gesundheit und kommen Sie bald wieder. Alles klar. Viel Gesundheit. Lieber Jawohl. Dirk, vielen Dank. Dankeschön. Ja, hallo Marvin, grüß dich. Ja, ein Hallo auch von mir. Was hast du denn Schönes mitgebracht hier? Ich habe hier heute den Smokefire von Weber mitgebracht. Das ist ein neuer Pelletgrill, der von Weber jetzt auf den Markt gebracht wurde, frisch auf den Markt gebracht wurde. Pelletgrill bedeutet, der wird mit Pellets betrieben. Das sind hier unten diese kleinen Holzpellets. Mhm. Die werden aus gehäckseltem Holz hergestellt. Das Holz wird dann zusammengepresst zu diesen kleinen Pellets. Ja. Und diese werden dann hier hinten in diesen Auffangbehälter eingeführt und über eine Schnecke dann in die Grillkammer gebracht. Da wird über einen elektrischen Zündknopf eine Zündung abgegeben und dadurch wird dann das Grillgut im Endeffekt dann gegrillt. Okay, mal eine ganz andere Variante, kein Holz, Kohle in dem Sinne oder auch Gas, sondern über diese Geschichte hier. Also spannend. Was kostet denn dieser Grill? Also dieser Grill jetzt hier, das ist die große Variante des Smokefires. Der liegt bei 1499 Euro. Es gibt aber noch eine etwas kleinere Variante, die, sage ich mal, ungefähr die Hälfte der Grillfläche hat. Und der liegt bei 1199 Euro. Okay, das ist jetzt quasi auch euer Osterangebot und würde unter Umständen auch Ostern noch zu den Kunden kommen. Wenn man also zu Ostern sagt, ich möchte noch
meine Terrasse mit einem schönen Grill ausstatten, wäre das kein Problem. Genau, das auf jeden Fall. Und zusätzlich zu dem Osterangebot kommt auch zurzeit noch ein Osterangebot von Weber dazu, die uns diese tolle Smokefire-Box zur Verfügung gestellt haben. In dieser Box ist enthalten ein Chefkochmesser, das Heargrade, genau dieses hier, zwei Rubs, ein paar Rezepte in einem kleinen Rezeptbuch zusammengefasst. Und das wird zusätzlich, ist allerdings limitiert, muss ich dazu sagen, aber zusätzlich, wenn man diesen Grill jetzt kauft, wird diese Box mitgeliefert. Und auch wir legen nochmal einen oben drauf, wenn man jetzt nicht den Smokefire bestellt, sondern einen anderen Grill auf unserer Seite beispielsweise oder telefonisch, geben wir noch eine Weber Grillbürste mit dazu, um dann das Grillrost dann dementsprechend auch zu reinigen, um häufig bei dem guten Wetter grillen zu können. Ja, Marvin, das ist ja ein Angebot, würde ich sagen. Ja. Also ich würde jetzt, wenn ich auf der anderen Seite sitzen würde, sagen, das ist ein gutes Osterpräsent, ein gutes Ostergeschenk bei dem tollen Angebot, was ihr jetzt vom Möbelhof Adersheim geschnürt habt. Und ja, jetzt müsst ihr nur noch bestellen. Wie gesagt, die Lieferung ist kein Problem. Und ich finde es klasse, muss ich ganz ehrlich sagen. Marvin, dir auch schönen Dank. Ja, sehr gerne, wir danken auch. Wünsche dir ein schönes Osterfest und alles Gute für die Familie. Und toi, toi, toi. Dankeschön, ja? Ebenso. Jetzt gehe ich mal rüber. Denn wenn man so viel auf den Grill legt zu Ostern, wäre es vielleicht ganz gut, wenn man sich dann während des Osterfestes oder auch nach dem Osterfest wieder etwas bewegt. Und da gehe ich jetzt mal zur Paula und zum Andreas von der Firma Brettsport. Die haben hier auch eine kleine Auswahl mitgebracht heute Abend. Wie man sieht hier, ein buntes Potpourri der Bewegung. Lieber Andreas, schön, dass du heute bei uns bist. Erzähl doch mal ein bisschen, was hast du denn hier Schönes mitgebracht? Ja, wie du gerade schon gesagt hast, ist ja eine harte Zeit für alle, die sich gern bewegen. Wir dürfen nicht wegfahren, die Kiter und die Surfer dürfen nicht ans Meer fahren und auch viele andere können das, was sie eigentlich in den Osterferien vielleicht machen wollten, nicht tun. Und ich habe mal ein bisschen was aus unserem Sortiment zusammengestellt, was man eben nicht am Meer machen muss, sondern was man auch in Wolfenbüttel machen kann, unter Einhaltung aller Regeln, die im Moment existieren. Und da haben wir zum einen hier die Stand-Up-Paddling-Boards. Es wird jetzt immer wärmer, das Wasser wird langsam angenehm und Stand-Up-Paddeln kann man hier am Salzgittersee, da ist viel Platz, da kann man die Regeln ganz gut einhalten und auch hier in Wolfenbüttel auf der Oker. Wir bieten ja jedes Jahr Touren an von Wolfenbüttel nach Braunschweig geführt. Das ist jetzt im Moment nicht möglich. Wir werden nächste Woche mal mit dem Gesundheitsamt sprechen, wann wir das wieder anbieten dürfen. Aber man kann auf eigene Faust natürlich los, wenn man Stand-Up-Paddling fahren kann. Und es ist eine super schöne Tour durch die Natur. Da trifft man keinen Menschen, kann man nach Braunschweig paddeln. Und Ende April, das Wolfenbüttel hat so ein bisschen den Wassersport, den Tourismus gefördert oder hat das vor. Und ein erstes Ergebnis ist, dass wir in Wolfenbüttel ab Ende des Monats 3 neue Anleger bekommen. Und die kann man natürlich zum Kanufahren nutzen, aber eben auch ganz hervorragend zum Subfahren. Wir haben die Subs schon da, die sind vor 2 Wochen geliefert worden, die aktuellen Subs. Wir verkaufen die als Komplettset, sind auch so nicht zu teuer. Wir haben so ein mittelpreisiges Segment bis zu der Oberklasse, haben wir da. Also das, du sagst ganz klar, Andreas, jetzt weil die Osterurlaube ja nun bedingt durch die aktuelle Lage nicht stattfinden, bleibt zu Hause, bewegt euch vor Ort hier. Und du hast sozusagen auch eine kleine Idee, wo und wie das alles umgesetzt werden kann. Also Wassersport ist möglich. Da muss man jetzt im Moment noch ein bisschen abgehärtet sein wegen den Temperaturen. Okay. Aber wir haben noch ein zweites Gelände hier in Wolfenbüttel, wo man ganz toll Sport treiben kann, wenn man so eine Sportart mag wie ich. Das ist oben die Exerwiese. Und da kann man kiten. Da denkt man immer, das geht nur auf dem Wasser. Würde aber mir jetzt auch nur auf dem Wasser einfallen. Wir haben tatsächlich solche Rollbretter. Ich weiß nicht, ob die Kamera das draufkriegt. Liegt da. Damit kann man auf der Wiese rumfahren. Das ist natürlich nur was für Leute, die auch schon mal einen Kitekurs gemacht haben, die das können. Aber wir haben Trainer-Kites im Programm, ganz viele verschiedene, mit denen man ganz gefahrlos, ohne einen Kite-Lehrer zu brauchen, ohne eine Kiteschule zu brauchen, das Ganze erstmal üben kann. Und diese Trainer-Kites, die kann man sogar Kindern in die Hand drücken, wenn man drauf aufpasst. Ja, also ein bisschen Zucker haben die schon. Das ist ja wie immer im Leben, man muss so ein bisschen aufpassen. Und da kann man ganz viel Spaß zu zweit mit der Familie oben haben und muss eben nicht unbedingt das am Meer machen. Da sieht man die Drachen ja immer. Aber wir haben hier wirklich so einen tollen Spot und da funktioniert das auch. Und eine ganz, ganz neue Geschichte in dem Bereich Kitesurfen ist letztes Jahr mächtig gehypt worden. Gibt es eigentlich schon seit den 80er Jahren, hat aber nie funktioniert. Und wir haben jetzt inzwischen eine neue Technik beim Kiten und beim Surfen, wo man aus dem Wasser rauskommt, wie so Hochgeschwindigkeitsjachten. Und da reicht die Kraft, die so einen Vollwink aufbaut.
Und jetzt nutzt uns das natürlich nichts, wenn wir so einen Feuerwing auf dem Wasser einsetzen können, weil wir kommen nicht zum Wasser. Aber das Schöne ist, dass man die Feuerwings auch mit dem Longboard fahren kann. Und ich glaube, im Hintergrund läuft jetzt gerade ein Video. Wir haben das am letzten Wochenende ausprobiert. Hier in Sickte waren wir mit den Feuerwings und sind da durch so eine Straße zum Wald gefahren. Und man kann es auch ganz toll hier oben an der Exerwiese machen. Da funktioniert nicht an der Exerwiese, sondern an dem Parkplatz hinten am Exer. Da funktioniert das auch. Da läuft jetzt unser Video von Sickte. So sieht das aus, wenn man mit dem Longboard fährt. Ja, super. Ja, das sind also auch Sachen, die man hier ganz toll machen kann. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, so ganz exotische Sachen zu starten. Wir haben hier mitgebracht die One Wheels. One Wheels kommen auch aus Amerika, wie vieles, was wir verkaufen. Das sind selbstbalancierende Fahrzeuge, die haben einen Elektromotor. Und da kann man... Jetzt hat Paula ihren Auftritt. Ja, genau. Paula hat ein bisschen gepennt, aber kommt jetzt. Alles gut. Ist ja kurz vor Ostern, da genau. Kann man auch ein bisschen... Und mit denen kann man... Wir haben aber auch das auf Video. Das heißt, wir haben da letzte Woche schon ein bisschen was vorproduziert und sind hier mal in der Region rumgefahren. Da kann man tatsächlich ganz toll durch die Gegend mit cruisen. Die sind sehr wendig, haben eine irre Reichweite. Und da kann man auch ganz, ganz, ganz viel Spaß mit haben. Wenn der Reifen nicht wäre, das ist ja wie so ein Hoverboard, wie bei Zurück aus die Zukunft. Das ist ja genau, unglaublich. Das Hoverboard ist so ein bisschen die Vorlage dafür. Und es fühlt sich auch so an. Ist so eine Mischung zwischen Surfen. Einmal vielleicht nochmal durchs Bild hier, dass du nochmal ein bisschen so eine Mischung schönes Feeling. Surfen und Snowboarden und macht irre viel Spaß. Wenn wir im Internet so die Resonanz lesen von den Leuten, die das gekauft haben, steht immer, seitdem ich das gekauft habe, mache ich nichts anderes mehr. Und das ist auch zugänglich, also man kann das auch nutzen in der Stadt und kriegt kein Knöllchen von der Polizei? Naja, da fragen wir mal. Nein, das darf man nicht nutzen. Also das ist tatsächlich verboten. Aber hier gibt es genug freies Gelände, wo man fahren kann im Wald und so weiter, wo dann da auch keiner sich dran stört. Was kostet denn sowas? Das geht so... Bei um die 1000 Euro los. Das hier ist so ein etwas hochwertigeres Ding noch, was auch eine riesen Reichweite hat. Da kann ich 30 Kilometer mitfahren. Und da sind wir ein bisschen teurer. Andreas, du sagtest ja im Vorgespräch auch, ihr setzt ganz klar auf Qualität. Ja. Da ist mir der Spruch meines Vaters wieder eingefallen, wer zweimal kauft. Genau. Ja, sowas gibt es auch aus China natürlich, aber dann brennt der Akku durch und die Bude steht in Flammen. Okay. Das verkaufen wir nicht. Das ist aus den USA. Ja. Die haben es erfunden und das ist da du die Sachen ja auch alle selber nutzt, kannst du natürlich auch als Nutzer dann immer über die Qualitätsbereiche Ich bin leidenschaftlicher Snowboarder, Kitesurfer. Ich kenne die Sachen alle. Wir fahren tatsächlich im Winter nach Österreich, testen die Sachen alle. Die Snowboards, die wir im Laden haben, die bin ich alle selber gefahren. Und wir können dazu ganz viel erzählen. Wie kommen denn jetzt ganz ehrlich, wie komme ich denn zu den Sachen jetzt hier? Wie läuft das bei euch? Genau, wir sind ja primär ein Online-Shop. Wir haben zwar einen Showroom, man kann zu uns kommen, sich beraten lassen, im Moment natürlich nicht. Aber wir setzen eben ganz stark auf Online. Solche speziellen Dinge, wie die wir hier verkaufen, die würden wir in Wolfenbüttel, da haben wir nicht genug Kunden für. Deswegen haben wir schon immer das Online-Business. Und man kann in dem Online-Shop ganz bequem bestellen. Wir haben als Versandart auch den Selbstabholer und dann kommen die Leute zu uns und holen die Ware ab und wir würden die jetzt im Moment einfach auf den Hof rausstellen, wenn jemand vorher anruft, bezahlt wird übers Internet, auf dem Hof kann man die Sachen einfach ins Auto laden und Spaß haben mit dem Sub. Das und wenn ich jetzt noch schnelles Geschenk für die Familie brauche, wäre das auch bis Ostersamstag bei euch kein Problem? Was wir da haben, ja, tatsächlich ist aber die Nachfrage ziemlich stark gestiegen nach genau den Dingen, die man eben in der Stadt nutzen kann. Wenn ich hier an Longboards denke, das ist so ein Thema, das war 3 Jahre fast tot. Aber durch die ganze Situation jetzt fahren jetzt ganz viele Leute wieder Longboard. Das ist was man in der Stadt halt ganz hervorragend machen kann. Wo man gar nicht weg muss, kann man vor der Haustür fahren, Spaß haben. Und wir haben halt die hochwertigen Loaded Boards, die damals diesen Trend ins Leben geworfen haben, in den unterschiedlichen Ausstattungen. Das hier wäre jetzt was, um Downhill zu fahren, also um richtig schnell zu fahren. Super! Oder wir haben diese Dancer, mit denen man eben auch Bewegungen, Moves auf dem Board machen kann. Das haben wir alles da. Cool. Andreas, ich sage erstmal schönen Dank. Ja. Wünsche euch auch ein schönes, gesundes Osterfest, gute Umsätze und schön, dass du heute mit dabei warst, denn sowas
ich sag mal, für den gesamten Bereich ist das immer toll, weil wir überall ein bisschen reinschauen können. Und wir stellen jedes Mal wieder fest, Wolfenbüttel hat so viele tolle Firmen zu bieten und natürlich auch so viele Inhaber, die mit Erzblut dahinter stecken. Und da gehörst du natürlich auch so. Also recht schönen Dank. Ja, wir haben zu danken. Herzlichen Dank, Holger, für die Einladung. Gerne. Wir bleiben in Verbindung. Und wie gesagt, schöne Ostern. Jetzt spielt der Giorgio uns noch einen schönen Song. Und ich melde mich gleich wieder. Recht schönen Dank. Bis gleich. Super. So. Hallo meine Lieben. Gut, ne? Coverboard passt aber. Giorgio Clarity. Ja, aber es ist ja, genau. Mal reinpacken. Michael, dir auch. Un giorno Italia gli spaghetti al dente, un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Un giorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa, con la crema da barba alla menta, con un vestito gessato sul blu e la moviola la domenica più. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la maniera di Doria una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare. Un italiano vero. Na 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 na. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano, un italiano vero. Ja, Dolce Vita, heute auch hier bei uns im Autohaus Gebrüder Bormann. Ich begrüße recht herzlich die liebe Andrea. Hallo. Von Natürlich Nordisch. Jetzt kann man sich die Frage stellen, was hat das mit Dolce Vita zu tun? Wir haben natürlich auch so ein bisschen das Thema Wasser heute. Haben wir ja gerade draußen gehört, dass man ganz viele Sportarten im Moment auch hier vor Ort am Salzgittersee machen kann. Und du hast uns heute eine kleine Auswahl mitgebracht, damit auch die Fernweh vielleicht auch in dem Osterurlaub, den man vielleicht jetzt auf einer Insel an der Nordsee oder Ostsee verbringen wollte, nicht ganz so groß ist. Und kommst ja selber auch aus der Ecke. Erzähl doch mal, wo du eigentlich herkommst und was dich nach Wolfenbüttel verschlagen hat. Ja, ich komme aus Nornham. Das liegt oben bei Bremerhaven, Wesermündung.
und habe ja eigentlich meine Kindheit dort verbracht, an der Küste, in den Nordseebädern. Und es hat uns vor 8 Jahren hier nach Wolfenbüttel verschlagen, durch den Job von meinem Mann. Und aber ich fand es super. Also Wolfenbüttel ist flach. Wir sind nicht mehr so weit von der Küste entfernt, tatsächlich, ne? Weil vorher waren es 15 Jahre in Mittelhessen. Ja. Und ja, und windig ist hier auch immer. Wolfenbüttel ist geografisch, ich sag mal, früher war das ein bisschen am Ende der Welt, dann kam ja zum Glück die Wiedervereinigung und heute ist man ja ganz schnell an der Nordsee, ja, ganz schnell im Harz und auch ganz schnell in der Hauptstadt, also besser kann man nicht wohnen. Also es war eine gute Wahl, hierher zu ziehen, ja, über Andrea. Ja, auf jeden Fall. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, in Wolfenbüttel jetzt solche nordischen schönen Sachen, ja, anzubieten? Also tatsächlich, wenn ich hier Menschen kennengelernt habe, ja, wo kommst du denn her? Ja, ich komme von der Küste. Oh, war die Begeisterung immer ganz groß. Und da ich auch schon mal in Mittelhessen ein kleines Geschäft hatte, allerdings nicht in der Form, ja, ist irgendwann der Gedanke gereift, mache ich jetzt mal, versuche ich jetzt mal. Und bei uns in der Nachbarschaft stand eben halt auch schon 5 Jahre in der kleinen Breite ein Geschäft leer. Mhm. Und das hat mich von Anfang an interessiert. Und irgendwann war ich an dem Punkt. Ist das da in der Nähe von dem Bäcker Richter, wenn man da vorbeifährt? Genau. Und neben dem Kopierladen Henke. Und in der Nähe von der Fachhochschule. Ah, jawohl. Du hast uns eine schöne Glaskugel mitgebracht, habe ich gesehen, lieber Andrea. Ja. Sollen wir da jetzt mal alle rein? Ja, da gucken wir mal alle rein. Ja, ne? Weil es ist ja die spannende Frage, gerade, wir haben das draußen schon diskutiert mit dem lieben Dirk, wann wieder Veränderungen, ja, vor, ja, uns stehen. Da ist so eine Glaskugel vielleicht über Ostern ganz hilfreich. Ja, genau. Was kostet diese Glaskugel bei dir? Also diese Glaskugel kann ich jetzt gar nicht so ad hoc sagen. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Größen von dieser Glaskugel und auch unterschiedliche Farben. Kommt aus einer kleinen Manufaktur aus Köln. Mhm. Dort gibt es auch noch weitere Objekte, die Kugelspirale nennt sich das und wird ganz gerne auch von Fotografen genommen, weil wenn man durchguckt, ne, sieht man eben halt alles auf dem Kopf stehend, mhm, und kann man ganz tolle Motive mit fotografieren. Aber ist natürlich auch einfach nur so zur Deko, ja, auch geeignet, ne, und für den Blick in die Zukunft. Jawohl, super. Und ja. Wie kommt denn die Glaskugel dann zu mir? Du hast im Vorgespräch gesagt, kein Problem, einfach bei Facebook eine, ja, kurze Nachricht schreiben. Das wäre dann möglich oder anrufen. Ja, also auf Facebook, ansonsten kann man mich auch anrufen. Auf Facebook sieht man auch die Telefonnummer. Wir arrangieren was, entweder liefern wir oder irgendwie kommen wir schon zueinander. Außerdem bietet auch der Hersteller einen besonderen Service an, also Streckengeschäft, ne? Okay. Also, dass ich die Bestellung annehme und es wird direkt aus Köln dann an den Kunden geliefert. Das hört sich gut an. Du hast hier noch was Schönes mitgebracht, so einen ganz tollen Rettungsring, ja, im maritimen Flair. Was kostet denn sowas? Oder hast du einen Sonderpreis jetzt kreiert, damit unsere Zuschauer natürlich jetzt auch gleich was kaufen können? Einfach unten dann reinschreiben, dann kommt der Rettungsring, ja, auch noch vielleicht vor Ostern zum Kunden. Ja, ja, das ist sozusagen der Corona-Rettungsring im Moment und der hat auch heute einen Sonderpreis, kostet nur 65 Euro, ansonsten schon ein bisschen mehr und auch der Anker, den würde ich heute Abend auch ein bisschen günstiger abgeben, kostet 20 Euro. Okay, das ist ja ein super Kurs, also wer noch kein Ostergeschenk hat, jetzt gleich bestellen. Und Andrea liefert das Ganze dann. Du hast auch gesagt, du hast ein tolles Gerät, wo man sich Geräusche von der See, ja, einfach nach Hause holen kann. Wie funktioniert das? Ja, das ist hier der Küstenspaß. Ja, mein Lieblingsspielzeug und ist auch auf jedem Event mit dabei. Ich kann mal so ein bisschen was einspielen. Also hier haben wir einmal die Möwen. Halt es mal hier ein bisschen weiter ans, genau, ans Mikro halten, dann können die Zuschauer das auch gut, genau, hören. Dann haben wir hier nochmal für heute Abend dann schönes Flens.
Oh, Schleichwerbung. Hier ist ja nichts drin, sehe ich, aber. Nee. Das ist gemein, so ein Geräusch. Aber das gemein. Ist wirklich total lustig. Ich habe das auch schon mehrfach verschenkt. Ne? Für alle Küstenfans kostet 12,95 Euro. Ja, cool. Habe ich im Moment 2 Stück noch da. Müsste man schnell sein. Jawohl. Also, liebe Zuschauer, seid schnell und bestellt schnell. Was ist das Schönes hier? Das ist einfach ein Schriftzug Nordsee, ne, zum Dekorieren. Ne? Ja. Schon mal ein Teilchen. Auch toll. Jo. Und wen hast du hier noch mitgebracht? Ja, die habe ich heute Morgen erst ausgepackt. Hier die beiden Wahlkumpels. Und sind dann auch ab nächste Woche oder auch sofort verfügbar. Jawohl, hier sehe ich noch kleine süße Frühstücksbrettchen. Ja. Also ist eben halt jetzt so alles so das maritime Programm. Mit den Wandvögeln, Becher, Schiffe versenken, Frühstücksbretter und so weiter und so fort. Moin-Stempel. Schiffe versenken. Ich hätte gerne den Anker, schreibt hier jemand. Ist das nicht toll? Ja, super. Ja? Super. Danke, Harald Worm. Super, so muss es laufen, ja. Und jetzt nochmal eine Frage. Der Wolfenbüttelfonds, der hat dich auch beschäftigt in der Vergangenheit. Erzähl doch nochmal ein bisschen was dazu. Ja, ich habe mich also wirklich sehr, sehr, sehr gefreut. Also nachdem ich letzte Woche ein paar blöde Tage hatte, ich habe nämlich eigentlich mein 3-jähriges gehabt, das wollte ich eigentlich vergangenen Samstag auch gerne feiern. Ja, das hat mich ein bisschen runtergezogen. Und Sonntag habe ich mich rangesetzt, meine Unterlagen fertig gemacht und Montag abgegeben. Und tatsächlich innerhalb von 24 Stunden hatte ich dann schon Bescheid und es ist auch schon getätigt worden. Also das ist eine super Geschichte und es ist wirklich schnell gelaufen und ich freue mich da ganz, ganz dolle drüber und für diese Unterstützung sowieso auch die Stadt Wolfenbüttel, viele andere auch, zum Beispiel auch Wolfenbüttel handelt und es kommen ganz, ganz viele Informationen, man vernetzt sich, alle Leute sind solidarisch, jeder hilft jedem. Also ich denke, es gibt vielleicht auch mal so ein bisschen auch danach, also wirklich was Positives an der ganzen Geschichte. Also du sagst, die Krise hat einen enger zusammengeführt und die Solidarität, die du gerade erfährst, auf jeden Fall. Ist auch eine tolle neue Erfahrung, wo du sagst, das ist ein tolles Gefühl. Ja, das auf jeden Fall. Man lernt auch seine Kunden nochmal von der anderen Seite kennen. Also ich habe jetzt schon neue Kontakte und Stammkunden melden sich und es kommt ja auch nicht jeder ins Geschäft rein und sagt, hallo, ich bin Thomas Meyer oder wie auch immer. Ne? Und man kennt die Kunden jetzt auch nochmal mit Namen und ja, man spricht miteinander, ne? Was jeder so auch im Moment für Nöte hat, was einen bewegt. Also ist alles auch ein bisschen offener. Okay, ja, schön. Ja. Das hört sich gut an. Lieber Andrea, ich sag erstmal recht schönen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Mein Lieblingsstück wäre hier natürlich der Leuchtturm. Ich weiß nicht, was der kostet, aber den finde ich ja ganz... Soll ich mal nachgucken? Könntest du ja mal nachgucken. Kann ich mal nachgucken? Da hätte ich nämlich noch ein schönes Ostergeschenk für jemanden. Oh, Schnapper. Ein Schnapper? 69,95. Oh, da reden wir nachher nochmal drüber im kleinen Kreis. Lieber Andrea, ich wünsche dir erstmal ein schönes Osterfest. Ja, danke schön. Ganz viel Gesundheit und wir schaffen das gemeinsam, denke ich, hier in Wolfenbüttel. Denke ich auch. Es ziehen im Moment wirklich alle an einem Strang. Ob es die Politik ist, ob es der Mittelstand an sich ist, ob auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, egal mit wem man spricht, trotz dieser Krise und trotz dieser Existenzängste, die wir ja auch alle haben, ist dieses Gefühl der Solidarität natürlich wirklich schön. Ja. Auch schönen Dank, dass du heute hier warst. Ja, ich danke dir auch. Das ist auch ein Stück. Und allen natürlich, ne, die auch mit am Start sind. Denn das ist auch ein Stück Solidarität, dass wir uns gegenseitig natürlich vernetzen und dann auch nach vorne gehen. Lieber Andrea, alles Gute. Super, dankeschön. Viel Spaß weiterhin und schönen Dank, dass du da warst. Ja, ich gehe jetzt mal weiter. Wir haben nämlich noch ein bisschen Kleidung im Angebot und es ist diesmal, wird gewunken gerade. Jetzt Musik, dann Musik. Gut, dann habe ich hier die falsche Karte gehabt, also Musik. Mit 16 sagte ich still, ich will groß sein, will siegen, will froh sein, nie lügen. Mit 16 sagte ich still,
Ich will, will alles oder nichts. Für mich soll's rote Rosen regnen, mir sollten sämtliche Wunder begegnen. Die Welt sollte sich umgestalten und ihre Sorgen für sich behalten. Und später sagte ich noch, ich möchte verstehen, viel sehen, erfahren, bewahren. Und später sagte ich noch, ich möchte nicht allein sein und doch frei sein. Für euch soll's rote Rosen regnen, euch sollten sämtliche Wunder begegnen. Das Glück sollte sich sanft verhalten, es soll euer Schicksal mit Liebe verwalten. Und heute sage ich still, ich will mich fügen, begnügen. Ich kann mich nicht fügen, kann mich nicht begnügen, will immer noch siegen, will alles oder nichts. Für uns soll's rote Rosen regnen und sollten ganz neue Wunder begegnen. Die Welt muss sich jetzt neu gestalten und unser Schicksal mit Liebe verwalten. Ja, jetzt sind wir, hier bei der Firma Stahlmann Mode für Männer und das Team um Karl-Heinz Stahlmann, den ich natürlich auch recht herzlich hier begrüße, hat uns auch ein bisschen was zum Thema Dolce Vita mitgebracht. Wenn ich mir die Poloshirts angucke oder auch die Jacken im Hintergrund, da kommen wir gleich aber auch noch zu den Produkten. Lieber Karl-Heinz, wir hatten so ein kleines Vorgespräch, da hast du gesagt, ihr seid alles alte Bären, wenn ich das richtig verstanden habe. Was meinst du damit? Ich selbst habe vor 50 Jahren bei einem alten Seniorchef Bär in der Augustadt angefangen, Einzelhandelskaufmann zu lernen. Und wenn ich hier an Carsten gucke oder meine Mitarbeiter im Betrieb sehe, die haben alle mehr oder weniger bei Bär, mehrere Jahre bei Bär gearbeitet. Alles erfahrene Hasen. Wir lieben das Gespräch mit unseren Kunden und sind auch damit groß geworden. Und das wollen wir eigentlich auch nach wie vor auch gern nach dem ganzen Stillstand fortführen. Deswegen sehnen wir diesen Tag herbei, wenn es wieder losgeht. Also deine Historie ist eng verknüpft mit Wolfenbüttel. Mit Wolfenbüttel. Ihr hattet auch mal eine Zeit lang in den neuen Bundesländern. Wir haben gleich nach der Wende in den 90er Jahren oder 91 in Halberstadt Gardinen- und Bettengeschäft aufgemacht. 98 kamen dann Herren dazu, als das Zentrum in Halberstadt erblüht ist. Und wir haben dann über 20 Jahre in Halberstadt verbracht. Jeden Tag die Pendelei. Und das hat uns vor 6 Jahren dann gereicht. Und deswegen sind wir in unsere Heimatstadt zurückgekehrt. Wolfenbüttel liegt uns am Herzen. Das ist eigentlich richtig schön. Also wenn du jetzt zurückguckst, sagst du, das war die richtige Entscheidung, nach Wolfenbüttel zurückzukommen. Wolfenbüttel war Gold wert. Ja. Wir kannten ja unheimlich viele Kunden von früher, noch aus der Bärzeit. Und im Bekanntenkreis ist es eine andere Nähe als Halberstadt. Ja, also richtige Entscheidung. Das Geschäft liegt richtig schön zentral in der Fußgängerzone.
ist fußläufig, ist barrierefrei zu erreichen. Ja. Im Sommer, wenn es denn schön warm wird, klimatisiert. Schön. Also ich denke, wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt. Ihr wartet jetzt nur auf den Knopf, dass es wieder losgeht. Wir warten nur, dass wir den Hebel wieder rumlegen dürfen. Jawohl, super. Ja, ihr habt uns Sachen mitgebracht. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen anfangen, was ihr so dabei habt, was vielleicht auch gleich bestellt werden kann. Denn das Thema ist ja auch bei dem Herren von der Dame vielleicht. Was können wir denn zu Ostern noch verschenken? Geht das bei euch überhaupt? Wenn wir jetzt die Bestellung aufnehmen, kommen Samstag die Sachen noch zum Kunden. Das wäre kein Problem. Also wir sind über Facebook, über Handy, über das Internet, über die E-Mail-Adresse zu erreichen. Und alles, was mich bis Samstag erreicht, wird auch noch zugestellt. Und das kann auch dann per Rechnung überwiesen werden. Also es ist überhaupt kein Problem, wer noch ein passendes Ostergeschenk braucht. Wir haben also hier als Auswahl schon mal hier unsere vom Camel Shop unsere Schuhe. Wir haben da hinten Jacken hängen, Finchetten hier mit einer Farbauswahl an Polos. Die Firma Hajo haben wir sowohl im Polo-Bereich als auch mit Nachtwäsche. Aber dazu wird Carsten gleich noch ein bisschen was erzählen. Jawohl. Ja, hat sich das mit dem Ostergutschein auf sich? Wenn wir sagen, hier, wir können natürlich, wenn wir gerade beim Thema Ostern sind, wenn man jetzt die Sachen nicht anziehen kann gerade oder genau. seinem Lieben oder seiner Lieben sagt, man will... Ich komme dir nicht zu. Alles gut, ich muss immer ein bisschen den Abstand einhalten. Wir verpacken den lieben Kern richtig schön originell, dass er auch als schönes Geschenk rüberkommt. Der Gutschein hat ja so zwei Seiten. Einmal kriegt er das schön geschenkt und dann besteht ja nochmal die Freude, wenn er sich dann im Geschäft bei uns was aussuchen darf. Das Einkaufserlebnis dann noch genießen, das ist ja eigentlich so das Schöne, was danach kommt. Ne? Ja. Und wie gesagt, wäre kein Problem, wer mich erreicht, ob nun telefonisch oder per E-Mail, der würde zu Ostern noch im Hause sein. Super, Karl-Heinz, dann würde ich mal den lieben Carsten fragen. Ja. Hallo. Hallo Carsten, grüß dich. Du hast uns einen schönen Anzug mitgebracht. Ja, ja? Ich erstmal einen schönen Anzug oder uns allen einen schönen Anzug mitgebracht von der Firma Karl Gross. Dieser Anzug ist in vielen Größen erhältlich, bis zur Übergröße, Größe 72, was ganz toll gemacht ist, aber dazu brauche ich vielleicht nochmal den Karl-Heinz, dass er uns einfach mal dieses Sakko vorführt. Denn was ganz Tolles, im Rückenbereich ist ein Stretchanteil eingebaut, also auch die Bewegung ist gegeben. Ja. Also ich denke dazu... Also das Sakko ist sozusagen beweglich mit dabei? Natürlich, man kommt sich nicht vor, als wenn man da so eingeengt ist. Ne? Also in der Rückenpartie ist das halt... Bewegungsfreiheit drin. Mhm. In welchen Größen bietet ihr das an? Ja, bis zur Größe 72, also von Größe 48, von dem kleinen schmalen Herrn bis zum großen kräftigen, auch für die kleinen... Wir haben Bekannte, die brauchen solche Größen. Heide Witzka, da ist ja was im Kinderzelt vernäht, wenn man sich das überlegt von der Fläche, ne? Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, preislich. Danke. Ja, das ist also ein Baukastensystem, also man kann das Sakko und auch die Hose alles einzeln haben in unterschiedlichen Größen, so wie man es braucht. Da fängt das Sakko an mit 199,95, die Hose mit 99,95 und das ist ein Staffelpreis in den großen Größen natürlich etwas teurer. Ja, so einen Anzug hat man ja nun nicht jeden Tag an. Genau. Im Moment sind ja viele Leute auch im Homeoffice, wollen sich natürlich privat auch ein bisschen bewegen. Wie sieht aus mit Jacken? Lederjacken sollen ja wieder im Trend sein. Also Lederjacken in einer ganz großen Farbauswahl ist total im Trend. Alles von der Firma Gypsy in Lammnapper. Also ganz super weich. Ich weiß nicht, ob wir mal einfach... Das geht. ...so das geht rüberreichen so, ne? können. Ja. Ist ein ganz toller Preis. 199,95. Also ich denke, das ist wirklich was keine Tolles. 200 Euro. Das genau ist doch wohl ein Hammerangebot. Ja? Keine 200 Euro. Und das Ganze auch bis Größe 3XL. Also auch für den etwas kräftigeren Herrn. Jawohl. Lieber Carsten, ja. Das hört sich gut an. Wie schaut es dann mit leichten... Westen aus, auch verschiedene Farben habe ich gesehen, habt ihr mitgebracht? Ja, wir haben ja die Westen mitgebracht in dieser leichten Steppqualität für 99,95. Die sind alle wasserabweisend. Und rutschfest. Genau so ist es. Das gibt es natürlich auch als Jacke. Da kostet die Jacke dann 99,95.
Und ich denke, da gibt es eine super Farbauswahl und das ist ja immer sowas, was man jetzt vielleicht auch zum Fahrradfahren, was ja jetzt vielleicht bei dem tollen Wetter gegeben ist, ja, gut gebrauchen kann. Gut. Häng nach unten. Was sage ich immer, das ist eine Live-Sendung hier. Das sieht man natürlich auch. Wir haben auch nichts geprobt. Deswegen sieht man dann auch immer, dass mal solche Sachen passieren. Die gehören einfach dazu. Ja, lieber Karl-Heinz, ich habe noch zwei Fragen an dich. Komm noch mal bitte ins Bild. Die Einschätzung im Vorgespräch, die wir jetzt hatten, wenn du einen Wunsch frei hättest, was wäre dein Wunsch? Dass es hoffentlich bald wieder losgeht. Das ist wir leben davon und wir Einzelhändler haben im Moment null Einkommen. Ja. Und deswegen wünschen wir uns, dass also irgendwann der Vorhang fällt und wir wieder dürfen. Der Vorhang fällt, heißt für dich, du kannst den Laden öffnen. Wir dürfen wieder die Du würdest Tür aber auch mit Vorschriften dann natürlich. Wir sind natürlich an die gesetzlichen Vorschriften gehalten, wenn das begrenzt ist mit Zugangsbegrenzung oder Abstand halten, ist ja bei uns eh durch den Ladentresen schon gegeben. Und also das kriegen wir schon hin und das wäre eigentlich ja unser größter Wunsch, dass wir wieder dürfen. Ja. Also ihr seid vorbereitet, ihr könnt loslegen. Die Frühlingsware, die Sommerware ist im Haus, ist bezahlt. Ja, klar. Wir werden sie bloß nicht los im Moment oder dürfen sie nicht loswerden. Und deswegen wünschen wir uns nichts sehnlicher als den Eröffnungstermin wieder. Ja, also ein klares Signal, wann es wieder losgeht, ist wichtig. Das ist auch wie bei uns hier. Also ich sag mal, Online-Anfragen kommen natürlich rein, auch bei uns im Autohaus. Ja. Aber der Klassiker dann, das Auto zu verkaufen, ist natürlich online. Die Leute wollen nochmal anfassen, Probe fahren, das dürfen wir im Moment nicht. Genau, ist ja bei uns das Gleiche. Genau. Das kann also keiner anprobieren. Und wir sind auch nicht die großen Online-Spezialisten, das geben wir ja nicht zu. Das ist nochmal eine Frage, was zeichnet euren Laden denn im Speziellen jetzt aus gegen, ich sag mal, vielleicht kann ich ja so eine Jacke oder eine Weste auch bei Amazon bestellen, aber wo ist der Unterschied zwischen Stahlmann und Amazon? Das persönliche Gespräch, die Beratung, das Wohlfühlen in der Bekleidung, dass man es anprobieren kann, so wie ich es eben mit dem Anzug ja gemacht habe, dass man wirklich spürt, was ich trage. Das ist eigentlich das Wichtige. Und wie gesagt, das persönliche Gespräch, die Beratung, damit sind wir groß geworden. Und das wünschen wir uns auch, dass es weiterhin so bleibt. Ich hoffe, dass die Wolfenbütteler Kunden uns nicht vergessen und dass Wolfenbüttel nach der Eröffnung wieder das Wolfenbüttel wird, was es im Februar oder bis Februar noch war, dass es also auch mit den Geschäften wirklich weitergeht. Nicht, dass einige auf der Strecke bleiben. Ja. Das wäre ja wünschenswert für Wolfenbüttel, denn jetzt ist das Löwentor fertig. Ich hoffe, dass auch bald das Parkhaus kommt. Ist ja auch noch so ein Punkt für die Innenstadt. Ja. Aber ich glaube, die dürfen im Moment weitermachen, ne? Ja, ich hoffe. Also das Baugewerbe ist ja da nicht so an diese ganzen Sachen gekoppelt. Darum. Das wäre ja auch schlimm, wenn die Sachen da nicht weitergingen und da auch ein Stopp wäre. Wir wünschen uns das natürlich auch. Ich wünsche euch erstmal ein frohes Osterfest, ein gesundes Osterfest. Ein Dank möchte ich noch. Gerne, ein Dank. Den Landkreis Wolfenbüttel, die Stadt und die Firma Jägermeister Mast haben wir diesen Sozialfonds aufgestellt. Und da muss ich sagen, das war wirklich eine wunderbare Hilfe. Ja. Und es ging unheimlich schnell. Ja. Im Gegensatz zu Land oder Bund, was da kommt, wer da über die N-Bank endlich Glück gehabt hat, reinzukommen, das hat eine ganze Weile gedauert. Und die Antworten sind auch noch nicht da, aber Wolfenbüttel, das ging innerhalb 24 Stunden, war die Antwort da und innerhalb von 48 Stunden das Geld. Herzlichen Dank. Super, das geben wir natürlich gerne weiter. Und der Wolfenbüttelfonds, so wie ich jetzt gelesen habe, wird ja auch gerade ganz gut abgenommen. Die Million ist noch nicht geknackt, aber es ist ja noch eine weitere da. Also von daher super und auch toll, dass das bei euch so schnell angekommen ist und dass euch da so geholfen werden konnte. Wunderbar. Wir versuchen es natürlich auf kleiner Ebene übers Vernetzen, über diese Sendung heute. Genau. Wünschen euch alles Gute. Auch dir herzlichen Dank hier für die Räumlichkeiten oder der MIT, dass das ins Leben gerufen wurde. Hervorragend. Danke schön. Ich wünsche euch alles Gute, gesundes Osterfest und gemeinsam werden wir es packen. Alles Gute nochmal, schönen Dank. So, danke. Jetzt kurz Info, ich gehe jetzt in die Richtung und hupsala, jetzt falle ich hier einmal rüber und jetzt sprechen wir beide, ne? Ja. Giorgio Claretti, ich grüße dich erstmal recht herzlich, dass du heute hier bei uns bist. Freue mich auch ganz besonders, dass du dir die Zeit genommen hast. Und sage nochmal ein ganz großes Dankeschön, dass du ohne Gage hier auftrittst. Ja? Vielen Dank, das ist Ehrensache. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Ja, weil wir wollen das Ganze musikalisch natürlich immer ein bisschen untermauern, sonst haben wir schnell das Image weg, ist ja nur eine Verkaufsveranstaltung, ja, die wollen ja nur ihre Produkte loswerden. Natürlich wollen wir die Produkte auch loswerden, das ist auch wichtig, aber natürlich mit Musik lässt sich ja besser einkaufen und deswegen auch schön, dass du heute da bist zu unserem Dolce Vita Abend. Wir haben das erste Mal heute so ein bisschen Motto und das passt natürlich, du bist ja mit Leib und Seele Italiener. Erzähl einfach mal ein bisschen was über dich. Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Italiener, Giorgio Claretti, so heiße ich, bin Musiker durch und durch, schon immer gewesen, gebe Konzerte, habe zwei relativ bekannte Konzertreihen, eine in Braunschweig, die nennt sich Balladen auf der Oka, werden mal sehen, ob die dieses Jahr stattfindet, ich bin noch in Hoffnung, und eine weitere Konzertreihe, die findet im Planetarium Wolfsburg statt, nennt sich Piano and Stars, Klavierballaden unter Sternen. Und ansonsten, ja, bin ich Musiker. Man kann mich buchen zu Hochzeiten, zu Geburtstagen, zu Firmenfeiern. Ich bin auch Entertainer, ich habe auch Entertainment, kleine Entertainment-Shows. Bin aber auch Klavierlehrer und das ist zurzeit mein großes Glück. Bis jetzt, dass alle meine Schüler auf Videochat umgestiegen sind. Das wollte ich dich gerade fragen. Als Künstler ist es ja gerade ein bisschen schwierig. Hast du noch ein zweites Standbein? Genau, dieses zweite Standbein, was auf normalen Wege eigentlich auch weggebrochen wäre, ist mir bis jetzt noch erhalten. Und ja, das macht es gerade ein bisschen leichter. Nichtsdestotrotz ist die Hälfte weggebrochen. Du hattest am 6. März dein letztes Konzert in Wolfsburg. Richtig. Danach war dann ja alles vorbei. Genau, da hatte ich ein Riesenglück, weil ich wollte es eigentlich eine Woche später ansetzen. Und das wäre definitiv zu spät gewesen. Also so eine Konzertplanung, das geht ja ein ganzes Jahr vorher schon los. Dann plant man diese Konzerte. Und habe dieses Konzert dann versehentlicherweise für den 6. März angesetzt, ohne zu wissen, dass am selben Tag eine Riesenveranstaltung in Wolfsburg war, wo ich mir gedacht habe, da gräbt man sich vielleicht das Wasser gegenseitig ab. Aber ja, es ist dann halt so passiert. Und ich habe dieses Konzert gegeben. Es war auch, Gott sei Dank, ausverkauft. Trotz dieser großen anderen Veranstaltung, die auch sehr gut gelaufen ist. Also man hat sich nicht das Wasser abgegrast. Und hat mich gefreut. Und dieses Konzert, ja, da ist auch was Merkwürdiges passiert. Ich habe dieses Konzert gegeben und ich war ziemlich verschnupft. Und habe mir gedacht, ach komm, das thematisierst du gar nicht. Du ziehst das jetzt einfach durch und dann wird das schon. Und es war ein wunderschönes Konzert, was mir riesig Spaß gemacht hat. Und zum Schluss habe ich mich dann halt bei meinem Publikum bedankt, dass die mir halt so viel Kraft gegeben haben, weil ich ja wirklich so ein mulmiges Gefühl hatte am Anfang. Gesang und Schnupfen, das passt nicht wirklich nicht zusammen. Nicht so optimal. Ist ne? Nicht so optimal. Habe mich bei meinem Publikum bedankt, weil ich halt so verschnupft bin. Und da war plötzlich so eine ganz merkwürdige Stimmung, weil zu dem Zeitpunkt war natürlich Corona schon ein Riesenthema, wo ich dann halt sofort sagen musste, ja, keine Angst, es ist nur ein Schnupfen. Es sind halt so Geschichten, die einen so verfolgen. Und die das Leben schreibt. Ich war an dem Wochenende da auch noch bei diesem großen Reitturnier in der VW-Halle, eine Woche später völlig undenkbar gewesen, also wie in welcher Geschwindigkeit sich das alles entwickelt hat. Ratzfatz. Da muss ich auch heute noch sagen, verrückt. Also verrückte Zeiten. Wir werden diese Zeiten aber auch überstehen und ich glaube, mit Musik können wir das gut machen. Du hast uns auch noch was mitgebracht jetzt. Ja. Ja? Und soll ich mal was machen? Ein bisschen was Italienisches? Das wäre schön. Komm, so ein bisschen so was ganz Kleines aus den 50ern, ja? Ja, was Schönes. Ja, was Schönes, okay. Ne? Tu fa l'americano, americano, americano. Se non me che tu fa fan, tu vivere la moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu balli a rock and roll e giochi al baseball, ma giorni Begamel, chi te li dà la borsetta di mamma, tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Ma se nati di da lì, se da me non c'è sta niente. Whisky and soda, rock and roll, whisky and soda, rock and roll, du voll American, du voll American, ey! Super! Das war ja mal richtig was Schönes. Vielen Dank erstmal. Dankeschön. Wir hören ja dann noch was Schönes zum Schluss von dir. Erst nochmal schönen Dank, dass du heute dabei bist, ja? Ja,
sehr geehrte Damen und Herren, meine lieben Freunde, liebe Zuschauer, wie man sieht, ist jetzt hier auch noch eine große Flasche zu uns gekommen. Die ist noch nicht geöffnet. Ich hole mal denjenigen, der sie eventuell öffnen könnte, und freue mich auch ganz besonders, dass er sich heute Abend die Zeit genommen hat. Peter Schittko ist heute hier aus Wolfenbüttel. Lieber Peter, schön, dass du heute da bist. Und ich freue mich ganz besonders. Ihr seid ja gerade mit dem Thema Italiano auch unterwegs in eurem Restaurant Olivetto. Ja. Vielleicht können wir da gleich mal einsteigen. Ihr habt ja auch was Leckeres mitgebracht hier. Eine leckere Pizza. Wie läuft denn das bei euch da gerade ab? Weil im Restaurant haben wir ja auch schon in der vorherigen Sendung mal gehört, es ist nicht so einfach. Man kann ja keine Gäste bewirten gerade. Wie macht ihr das bei euch? Ja, erstmal vielen Dank, dass ich heute Abend hier sein darf. Im Moment verkaufen wir seit einigen Tagen außer Haus. Wir haben ein Fenster am Olivetto und verkaufen dort unsere Pizza und Flammkuchen. Die Leute rufen uns an. Die Bestellung wird dann ausgeführt und so 10, 15, 20 Minuten später haben wir das dann parat und die Leute kommen zu uns. Und da möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken, weil da ist die Kamera. Ganz viele Gäste sind treu geblieben, kommen zu uns und es ist schon sehr rührend, dass die uns so unterstützen, und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei allen Wolfenbüttler Gästen. Peter, wie sind denn eure Öffnungszeiten? Wie komme ich denn zu meinem Essen dann? Also wir haben jetzt mittags von 12 bis 2 geöffnet und dann abends von 17 bis 20.30 Uhr. Gut, also das sind ja schon ganz gute Zeiten, ja, wo man viele Leute, glaube ich, dann auch erreichen kann. Auf jeden Fall. Ihr habt am 1. April damit geöffnet, sozusagen bei euch, dann diesen Außerhausverkauf. Was ist so letzte Woche oder am Wochenende passiert? Wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Pizzen gehen dann da über den Tresen bei euch? Also es ist gut angelaufen. Wir sind überrascht, wie viele Gäste uns besuchen und dann ihre Pizza abholen. Also wir verkaufen so 70 bis 120 am Abend, und das ist eine tolle Geschichte für uns und eine schöne Unterstützung. Leben können wir davon nicht. Und wir hoffen natürlich, dass es dann bald wieder regulär losgeht mit beiden Restaurants, und diese Phase ist natürlich für keinen schön. Es geht uns allen nicht gut dabei, aber es ist, wie gesagt, eine tolle Unterstützung für uns. Du sprachst gerade das zweite Restaurant an, zum Glück direkt am Schlossplatz. Wir durften ja bei dir zu Gast sein im Januar mit der MIT 199 Gäste, nicht 200, 199 Jawohl. Gäste waren wir. Es war ein fulminanter Abend, da möchte ich mich auch nochmal im Rahmen der MIT für die Gastfreundschaft bei dir bedanken. Dr. Bernd Altusmann schrieb mir dann auch noch ein paar nette Zeilen im Nachklapp. Ich wünsche euch natürlich, dass ihr dort dann auch bald wieder öffnen könnt. Du sagtest im Vorgespräch, dort ist Außerhausverkauf schwierig für euch umzusetzen. Mhm. Ich kann mir das schon denken. Ich hoffe natürlich, dass wir, was Karl-Heinz gerade gesagt hat, dann auch irgendwann den Knopf drücken können. Die Frage ist jetzt, bringt es euch in der Gastronomie dann auch weiter, wenn man sagt, okay, man drückt den Knopf, aber nur mit der Hälfte an Gästen, weil vielleicht die Tische so weit auseinander stehen müssen. Wie seht ihr das in der Praxis? Und du hast auch gesagt, ihr seid ja sehr vernetzt und sprecht auch viel miteinander. Was wäre da eigentlich auch euer Wunsch als Gastronom? Na gut, für uns ist es natürlich lebenswichtig, sage ich mal, dass die Betriebe auch voll laufen können. Ne? Wenn die Kosten sind nun mal zu 100% vorhanden, und wenn wir dann bloß halbe Umsätze realisieren können, dann ist das alles ziemlich schwierig. Auf Dauer wird das nicht funktionieren. Also das sind Tanker, die müssen schnell fahren und immer voll beladen sein, und halbe Kraft ist eine Sache, die ist nicht für unsere Mannschaft und auch nicht für uns geschaffen. Aber wichtig ist natürlich, dass es überhaupt wieder losgeht. Ne? Und wenn wir einen Einstieg mit halber Kraft schaffen, dann ist es auch okay, aber mittelfristig muss es dann wieder voll weitergehen. Jawohl, also mit Einschränkungen sozusagen starten, aber dann das ist ja eine klare Forderung, eine klare Botschaft auch von dir. Ja, das zum Glück hat nun gerade geöffnet. Ihr seid sozusagen in der Startphase jetzt sozusagen unterbrochen worden. Ja. Wie haben deine Mitarbeiter das aufgefasst, die sich im Endeffekt ja sehr motiviert in den letzten Tagen und Wochen vor Corona auch bei dir gezeigt haben? Na gut, das ist natürlich eine Situation, die man nicht ändern kann. Und die Mitarbeiter sind
zu 95% in Kurzarbeit. Und ja, das ist eine Situation, da müssen wir jetzt mit leben. Gott sei Dank gibt es das Kurzarbeitergeld und die, wir werden das alle überstehen. Aber es ist schon eine gewisse Langeweile bei einigen Mitarbeitern da. Also die fragen natürlich ständig, wann geht's wieder los, wann können wir arbeiten? Und ja, die freuen sich jetzt auf die Arbeit, ne? Und hoffen natürlich, dass es so schnell wie möglich wieder normal läuft. Ja. Mhm. Wie erlebst du die Solidarität im Moment insgesamt, auch in dieser Stadt? Du bist ja jeden Tag auch hier in Wolfenbüttel unterwegs. Ja, also in Wolfenbüttel ist unter den Geschäftsleuten, die ja alle im selben Boot sitzen, ist eine tolle Solidarität und unsere Partner und Dienstleister, die sind teilweise auch, sind uns sehr entgegengekommen und haben uns geholfen und ein paar sind dabei, die müssen sich da noch was überlegen und da hoffen wir, dass die dann noch nachziehen, weil es soll ja dann auch geordnet weitergehen, ne? Also die Partner, mit denen ihr unterwegs seid, da kannst du schon mal Danke sagen. Ja, auf jeden Fall. Und der ein oder andere, der noch nicht auf dem richtigen Weg ist, den kann man vielleicht gemeinsam noch in die richtige Richtung bringen. Und da arbeiten wir natürlich auch hinter den Kulissen bei der MIT immer in einem Netzwerk, wo wir natürlich alles Mögliche versuchen, um sozusagen dann auch gemeinsam gestärkt dann irgendwann wieder zu öffnen und den Betrieb weiterzuführen. Ja, lieber Peter, hast du noch irgendwas auf dem Herzen oder wollen wir jetzt gleich die Pizza essen? Deswegen mache ich dann gleich die Abmoderation, oder hast du noch eine Idee? Ja, ich möchte mich natürlich auch bei allen bedanken, die uns unterstützen. Wir hoffen, dass es bald wieder normal weitergeht und dass die Gäste dann auch Spaß mit uns haben in den Restaurants wieder. Und ich danke der Stadt für die Unterstützung. Und ja, dann bleibt alle gesund und guten Appetit. Super, Peter, die Pizza essen wir gleich. Schönen Dank erstmal, dass du da warst. Euch auch viel Gesundheit, ein tolles Osterfest und jetzt kommt wieder mein Spruch. Die erste Sendung, die kannten ihn schon, wenn einem das Wasser bis zum Hals steht, nicht den Kopf hängen lassen. Das ist immer eine Sache, die wir gemeinsam gerade als Mittelständler gelernt haben und denke ich auch hinbekommen. Ja, ich möchte mich heute Abend nochmal recht herzlich bedanken bei dem Team vom Möbelhof Adersheim, dann natürlich bei unseren Freunden von Brettsport, bei Stahlmann Mode für Männer, natürlich Nordisch war heute dabei und zum Schluss das Olivetto bzw. zum Glück mit Peter Schittko. Ja, die Sendung ist schon fast rum und wir haben wieder eine Punktlandung hingelegt. Auf meiner Uhr ist es nämlich jetzt 19.30 Uhr. Ich bin begeistert, dass wir es hinbekommen haben. Wir haben heute nämlich einen Partner mehr mit drin gehabt. Wir müssen das jetzt auch wahrscheinlich bei jeder Sendung so tun, weil wir im Moment so viele Anfragen bekommen, wo wir uns natürlich auch nochmal recht herzlich bei euch bedanken möchten. Wer sozusagen noch mitmachen will in den nächsten Sendungen, der kann sich unter anmeldung@mit-wf.de melden. Am kommenden Sonntag wird das Wolfenbütteler Schaufenster auch darüber nochmal berichten. Wir möchten uns natürlich bei allen Medienpartnern, die über uns berichtet haben und auch über uns berichten werden, wie die Braunschweiger Zeitung, wie Regional Heute und natürlich das Wolfenbütteler Schaufenster nochmal bedanken. Am Ende der Sendung wird natürlich die Kontonummer eingeblendet. Die Sendung war für Sie immer kostenlos. Wir alle nehmen hier keine Gage, aber vielleicht können Sie ein bisschen, gerade vor Ostern, noch was zurückgeben, denn das Geld geht dann zu 100% an die Händler, die es gerade stark benötigen. Dafür möchte ich mich schon mal recht herzlich bedanken. Dann möchte ich mich natürlich auch bei der Stadt Wolfenbüttel bedanken, die das auch unterstützt hier, bei dem Ideengeber Michael Heims von Heims Consult, beim Autohaus Gebrüder Bormann und damit meine ich meinen Bruder, der das hier auch mit unterstützt und unser Team, bei Harald Borm und bei Steffen Maschke, die im Hintergrund dafür sorgen, dass alles reibungslos natürlich läuft. Und natürlich bei unseren Freunden von Flevo. Dirk Fleming mit seinem Team kümmert sich um die Technik. Wie ich schon gehört habe, wird sie immer besser von Sendung zu Sendung. Dafür erstmal Gratulation und ein schönes Dankeschön. Jetzt wünsche ich uns allen ein frohes Osterfest, noch einen schönen grünen Donnerstag. Morgen ist Karfreitag, denken Sie dran, essen Sie vielleicht ein bisschen Fisch. Das ist ja auch Tradition. Und jetzt übergebe ich nochmal an unseren Künstler,
der uns jetzt musikalisch in den Abend führen wird. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, ein gesundes Osterfest und schalten Sie am kommenden Dienstag wieder ein um 18.30 Uhr live bei Facebook zum MIT Shopping Event. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und danken Ihnen heute für Ihren Einkauf, dass Sie dabei gewesen sind. Schönen Dank, jetzt ist Giorgio nochmal dran. Viel Spaß. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day and the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful. Sky are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, what a wonderful world.